Willkommen zurück in Cube World und wir spawnen gleich in den Ländern von Terrorior mit dem wunderbaren Cubert Mage and Slimy, unserem gelben Wackelpudding. Und heute werde ich wieder mal eine andere Quest probieren und zwar nicht die vom Kurmoor Forest, weil die war zu schwer. Karodara League auch nicht, sondern ich glaube, ich jetzt zuerst mal zurück zur City und bringe einfach alle Monster um, die mir in den Weg kommen, und sammle zum Beispiel solche Herz-Items ein. Weil mit denen kann man sich dann Heiltränke craften, und durch die Heiltränke kann man sich halt heilen. Welch Wunder. Und jetzt bin ich wieder im Kurmoor Forest, wo man super leveln kann. Außer beim Boss, weil den kann ich nicht umbringen, weil ich erst Stufe 3 bin. Genau wie Slimey. Slimey, wo bist du? Slimey? Wo ist Slimey? Da ist Slimey, hallo Slimey. Und da sind gegnerische Frogmen. Also rein in den Feuervortex. Slimey, hilf mir. Und eine Explosion. Zwei gegen eins ist wie immer extrem unfair. Aber zum Glück habe ich ja Slimey. Und Slimey hilft schon sehr. Und Item habe ich gerade bekommen, den Common Cotton Gloves, also normale Baumwollhandschuhe. Aber ich brauche jetzt mal einen besseren Zauberstab, weil die sind alle Power 1 und ich habe schon Power 10, weil ich Stufe 3 bin. Weil am Anfang kriegt man plus 5 Power, dann plus 4, dann seit ich weiß plus 3 und dann irgendwann nur noch plus 1 immer. Und dann wird es ganz schön, ja. Und es hängt. Wenn ich die Grafik und alles in die Höhe gestellt habe, merkt man vielleicht ein bisschen. So. Zwei Reddischling. Ein Kormling. Was? Das war mal ein Kormling. Und da ist ein Licorice Candy, aber ich habe ja schon ein Licorice Candy, also was soll man da tun? Die Antwort ist ganz einfach, man nimmt das eine Licorice Candy da ins Inventar, dann kann man herumrennen, mit E das andere aufheben und dieses wieder da reingeben. Und ja, es ist ein kleiner Bug, könnt ihr ab jetzt auch ausnutzen. Und dann weiter Kormlinge töten. So aus dem Hinterhalt. Den einen da. Habe ich sogar getroffen. Und Slime ist irgendwie wirklich eine große Hilfe. Also danke, Professor Yi. Und jetzt die anderen drei Kormlinge, ganz. Ich habe die gesagt. Oh, das sind freundliche Lizardmans. Unkommen, ich glaube, das überlebe ich nicht so schön gut wieder den Rest. Ja, hab's gewusst, dass ich nicht überlebe. Und da ist ein Schild runtergefallen. Ah, das brauche ich nicht. Aber ja, ich bin zur Stadt unterwegs und die liegt im Osten. Das heißt, in der Richtung, die ich jetzt renne. Und das war wieder genial. Und da ist noch ein Kommen. So, letzter Kormling und da hinten. Oh, ich hatte keine Onion links. Schmort im Feuer. Und jetzt kurz aufheilen. Und dann langsam das Schild da nehmen. Weil da bin ich gerade verreckt. Und die. Den anderen Kormling habt ihr hier. Daneben. Los, Slime, attackiere ihn. Genau so. Das ist Teamarbeit. Komm, Slime. Bla, bla. So, ich muss da jetzt um den Berg herum oder rauf. Kann ich weitergehen? Oh, das sind Reddish links. Bam.
waren wieder mal Reddish Links. Und hopp, geht doch. Und jetzt ein bisschen hier durch. Oh, schöne Blumen. Und ich koche mal wieder ein paar Radieschen. Ich weiß gar nicht, wie man Radieschen richtig kocht. Ich hoffe, okay, Slime ist nicht gestorben, aber mein Spiel hängt wieder mal. Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit öfters sich leicht aufhängt. Und das ein kräftiges Rezept fallen gelassen und ein Dolch. Das geht doch. Ich schaue mal bei den Optionen, ob ich was ändern muss. Anti-Aliasing passt. Render Distance will ich auf 80 haben. Der Rest ist eigentlich okay. Weil die Render Distance lässt das Spiel nur etwas hängen, aber auch wenn 40 reichen würde, aber 80 ist jetzt auch doch schöner. Und da ist ein Weg. Yeah, Wege. Die Wege führen immer zur Stadt, wenn ihr in die richtige Richtung rennt. Oder halt weg von der Stadt, wenn ihr in die falsche rennt. Also, wenn ihr den Weg nicht andauernd auf der Map nachschauen wollt, schaut am besten immer auf die Wege und rennt dort entlang. Und die Mages sind richtig OP. Ich bin endlich in Terrorio. Und eigentlich kann man Q-World ewig spielen, ohne dass das Spiel wirklich leicht wird, weil sich die Dungeon-Bosse immer an das Level vom eigenen Charakter anpassen. Das finde ich auch immer super. Und dann bekommt man auch entsprechend mehr Erfahrung. Und zum Beispiel, ich brauche jetzt mit meinem Master Yi Wesen. Und das feindliche Dwarfs. Oh, es ist Ork. Los, Slime, töte sie! Okay, wir haben es nicht geschafft. Und dafür bekomme ich eine schöne Aussicht. Und das sind Maulwürfe. Schmore! Gut, das war Maulwurf 1. Da ist Maulwurf 2. Habe ich leider nicht getroffen durch meine Unfähigkeit. Komm schon, Maul. Geht doch, jetzt kommt er. Slimy, du musst es schaffen. Geht doch. Aber Slimy. Und weiter geht's. Hui au. Auf den Osten. Ich weiß nicht, ob es jetzt hängt. Ein bisschen hängt es, glaube ich. Aber dafür ist die Render-Distance viel schöner. Ich schleiße trotzdem runter. Weil es ist nicht so schön zum Zusehen, wenn es andauernd ein bisschen hängt. Das war zu viel. Ich probiere es wieder mal mit 40. Wird sich dann gleich zeigen, ob sich was bringt. Weil normalerweise würde mein Computer ja 100 packen, aber jetzt gerade nicht, weil ich ja aufnehme. Und wenn ich den Server rennen habe, weil ich spiele öfters mit Freunden, wie ich gleich schon mal gesagt habe, dann wird das erst richtig und der Plane Runner explodiert und wird gegrillt. Leider hat sich das jetzt nicht gebracht, nichts gebracht als Slime. Und der Plane Runner ist stärker, weil der hat eine orange Schrift. Weil die Schriften drüber zeigen immer, wie stark der Gegner ist. Je dunkler, desto stärker. Außer der halt. Der war einfach. Gut. Vielleicht muss ich ja das Anti-Aliasing nur auf 2 stellen, weil
Bei den. Bei. So. Ist das immer noch schön? Ja, es ist noch relativ schön. Und es hängt nicht mehr. Das heißt, ich kann die Render Distance wieder auf 80 stellen. Oder zumindest auf 75. Mal zum Testen. Und weiter Kormlinge töten. Komm schon. Gut. Und der hat sogar 3 XP gebracht. Cool. Und da ist ein Busch. Böser Busch. Schmore. Und er hat Plant Fiber fallen gelassen. Das kann man, glaube ich, zum Rüstungskräften benutzen. Und da ist die Stadt. Und ich glaube, dass ich jetzt die Folgen nur 15 Minuten schneide, weil 20 ist ein bisschen lang und ich bin nicht sicher, ob ihr das wollt oder nicht. Egal, ich lasse auf 20, da kann ich länger spielen. Und das geht ja. Ein Collie. Mit der orangen Schrift. Attackieren kann ich den nicht, weil der ist blau und blau sind immer nur Verwundete. Wenn er grün wäre, wäre er passiv und den könnte ich dann attackieren. Aber er würde mit ihm nicht von sich selbst aus attackieren und roter Lebensbalken ist feindlich und die attackieren mich. So einfach ist das. Und dann noch die Farbe der Schrift, die drüber ist, bestimmte Stärke. Zum Beispiel, dieses Schaf ist nicht so stark. Das Schwein auch nicht. Der Collie, der war orange, der ist schon stärker. Ja, so entwickelt das. Und ich muss jetzt. Keine Ahnung, was muss ich jetzt tun? Ich glaube, ich gehe wieder mal ins Inn. Ein bisschen schlafen, Quests resetten und so weiter. Und wo ist das Inn? Geh hin! Where are you? Das gibt's doch nicht. Okay. Dann, wenn man bei der Map ist und reinscrollt, dann werden nach einiger Zeit alle Geschäfte so sichtbar. Zum Beispiel hier jetzt, zum Beispiel ist da links von mir ein Inn. Oder sieht man auch rechts oben auf der Minimap. Aber ich finde, man könnte auch ganz rausscrollen, dann sieht man das ganze Reihe. Und das ist zum Beispiel Terrorröhr. Da sieht man das so. Aber ich bevorzuge irgendwie die mittlere Ansicht, weil da sieht man am meisten eigentlich und in den Ozean wie oben ist das am hilfsreichsten in den Boot fahren. Open. Ja, es geht. Gut, dann gehe ich mal schnell schlafen und beende den Part und sage ciao und bis bald. Cubehead Mage Ende.